ist er für mich hässlich. Abfuck. Na, du kleiner Fremdgeher? Einmal ein Betrüger, immer ein Betrüger. Bist du krank? Liebe Grüße vom Polarkreis. Polarbären habe ich noch keine gesehen. Gestern waren aber Elche auf der Straße und wir schauen jetzt in den Affenzoo, der sich Ex on the Beach nennt. Servus Leute und hiermit herzlich willkommen zu Folge Nummer 4 von Ex on the Beach, irgendwo in Mexiko, glaube ich. Letzte Folge ist unser kleines Babyäffchen Ryan rausgeflogen, ohne irgendeinen Grund, den die Produktion genannt hätte. Aber gut, heute geht's auf jeden Fall auch spannend weiter, denn es kommen neue Exen, es kommt ein Love Island Star und dann würde ich sagen, viel Spaß beim Anschauen und los geht's. Markus ist für mich ein Lackaffe, als ob sich so ein Weltstar noch mit mir abgeben würde. Das ist einfach traurig. Du redest so viel Scheiße. Ich will einfach nur nach Hause. Weltstar Marky Boy, der möchte also von seiner Mama aus dem Bälleparadies abgeholt werden, aber die hebt nicht ab. Ich pack das nicht. Das Markus, warte! Warte auf mich! Ich warte auf niemand. Ich geh jetzt nach Hause. Lass mal reden. Ich will nach Hause. Und dann Nummer zwei, die Hose. Diese ekelhafte, ranzige, so gefühlt nasse Assi-Hose. Und damit guten Morgen, Mexiko. Ist noch alles da? Der Beach, die Vögel, die Villa. Der kaputt schauende Markus, der immer wirklich so kaputt in die Kamera reinschaut. You're just a bad memory. Ist ja sogar mehr als alles da. Ja, macht keinen Sinn. Er wollte ja nach Hause fahren. Die will dich hier haben, ja, aber du bist eigentlich jemand, der hier nach oben gehört. Du wohnst ja nicht umsonst in L.A., oder? Oder? Nee, ich glaube, er wohnt tatsächlich umsonst in L.A. Also irgendwelche Schauspieldinger habe ich bei ihm noch nie gesehen. Heute ist ein neuer Tag, heute fühlen wir uns wieder besser. Wir? Also ich zumindest. Und deine Exo? Ja. Leute, schaut mal raus! Schaut mal raus! Ja. Die Szene beschreibt diese Staffel im Großen und Ganzen eigentlich perfekt. Es passiert nicht wirklich viel. Die Leute sind super lahm drauf. Oder Markus? Alles gut? Mir geht's gut, ja. Abwarten und... Was ist das? Ich weiß auch nicht. Zoomen wir mal ran. Vielleicht 4 dickflüssige Getränke für Markus? Schau mal, ich hab... Ja, alle... Willst du ein? Es sind Frühstücksmoothies, es sind so Beeren drin und Banane. Danke. Spannung, woo, yay, yeah, danke, hey, weiter geht's. Naja, dann kommt endlich eine Ankündigung, denn es kommt ein neuer Typ in die Villa gelallert und den Typen haben wir auch noch nie gesehen. Ich bin der Chris, ich bin 22 Jahre alt und komme aus Würzburg. Noch ein Chris? In meiner Liga spiele ich auf jeden Fall an erster Stelle. Ja, und wir schauen ihn uns nochmal an. Markus ist genau wie der Rest. Unmotiviert und nicht selbstsicher. Natürlich checke ich beim ersten Blick jede Frau an, die... Natürlich checke ich sofort bei... Na, mir fällt nichts Richtiges ein. Einfach bla bla. Bla 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 bla. Der Typ erinnert mich ein bisschen an Ryan. Die zwei könnten wirklich Geschwister sein. Sie haben absolut keinen Plan, wovon sie reden, sind zu Hause mit einer Gehirnzelle losgeflogen, haben die aber leider unterwegs auch schon verloren. Wirkt so ein bisschen wie ein kleiner, großer Teddybär. Kleiner, großer? Na, was jetzt? Ein großer? Und groß ist gut. Das ist doch groß, oder? Herzlich willkommen. Dankeschön, danke. Sie kommen sehr selbstbewusst drüber, finde ich. Und das finde ich immer sehr attraktiv an einem Mann. Selbstbewusst also. Aber wie war dann Chris vor 2 Minuten noch so? Mir fällt nichts Richtiges ein. Naja, in der Show geht's ja um seine Exen. Wie ist das Verhältnis zu denen? Also, ich weiß ganz genau so, dass wenn ich wollen würde, es würde gehen. Boah, ich wusste es. Okay, Ellie wusste es. Der neue Typ wird gleich vom Lachen übertrumpft. Der ist jetzt irgendwie unwichtig geworden. Und es gibt wieder mal eine Schocknachricht. Verlasse jetzt die Villa. Siehste, das Terror-Tablet ist total korrekt. Das lässt sich gehen, noch bevor es zu einer Konfrontation kommt. Oh nein, das wäre ja genauso sinnlos wie Ryan rauszuwerfen. Der hatte auch keinen Grund rausgeworfen zu werden. Aber gut, der Typ, der neue, muss mit 2 anderen zum Strand. Nimm Chris und Fabi mit. Und am spannendsten wäre es natürlich, wenn vom blonden Chris jetzt die Ex kommen würde, weil er ja schon eine neue in der Villa hat. Er ist gerade so ein bisschen dieses so Kennenlernphase. Knutschi ja, und so, kommt auf einmal seine Ex-Freundin, die Gefühle hatte. Brett. Und ja, dieses Brett wird jetzt gleich kommen, aber erstmal, wie weit ist Chris mit dieser neuen Ellie? Ist er schon fast verheiratet? Mit Ellie bin ich schon sehr weit. Das, was wir aufgebaut haben bis jetzt, ist schon ein guter Grundbaustein. Ja, der Typ kennt die Frau seit 2 Tagen. Die haben ein bisschen rumgelümmelt, nicht mehr. Ich bin die Steffi, ich bin 26 Jahre alt.
Ich bin die Ex-Freundin von Chris. Ach, sie ist doch die eine von Are You The One, die damals ein bisschen anders ausgeschaut hat. Naja, Regieanweisung, Hündchenstellung am Strand bitte. Perfect match. Alter, ich hab's dir gesagt. Weißt du, ich hab gesagt, ich bin hier reingekommen und hab gesagt, es ist mein Traummann. Sag ich immer wieder. Naja, und mit diesem Traummann war natürlich eine traumhafte Beziehung geplant. 2 Wochen lang, bis sie dann abgestürzt ist, die Beziehung. Und dann, als die Ausstrahlung kam, hat mir seine liebe Ex-Freundin geschrieben, dass sie seit 10 Jahren ein Paar sind. Guck. Nein, Chris ist ein Betrüger? Ja, vielleicht merkt man das auch, wenn er so auf sie reagiert. Ey, das ist Steffi. Aber da ich jetzt seinen Charakter kenne, ist er für mich hässlich. Na, du kleiner Fremdgeher? Ja, direkten Schlag in die Fresse. Genauso schaut der kleine Bad Boy auch drein. Es gibt jetzt keine Muttermilch mehr. Jetzt gibt's nur noch Schläge. Ja, ich will dir nicht Hallo sagen. Nein. Okay, dann muss ich so. Dann setz dich hin. Oh, Leute. Der Arsch, du hast mich komplett angelogen. Du, willst du mir immer noch sagen, dass ich währenddessen mit dir zusammen war? Ja, will ich dir sagen. Keine 2 Sekunden und der Streit hat begonnen. Ich habe aber das Gefühl, dass die beiden dieses Thema schon mindestens 69 Mal durchgeleckt haben. Und jetzt halt noch einmal für Ex on the Beach. Boah, ich bin so sauer. Nein. Regt mich so auf. Ich glaube, da ist einiges noch am Kochen. Vor allem Steffis. Boah, ich bin so sauer. Kommt so echt lahm rüber. Ich habe mich in den ersten 2-3 Monaten gut benommen, wie es sein sollte in der Kennenlernphase. In der Kennenlernphase? Und danach hat er dann gleich bei der nächsten Frau den Beinzwischenraum gereinigt? Dass ich, während wir uns kennengelernt haben, vielleicht links und rechts meine Augen hatte. Ja, habe ich zugegeben. Ja? Ja, dein in ihr. Ja, okay. Gut, das kennen wir schon aus diesen ganzen Formaten. Und jetzt fängt sie dann an zu weinen. Das sieht man auch. Da kommen richtig viele Tränen aus den Augen raus. Hat jemand ein Taschentuch? Natürlich nicht. Wenn dir das was hilft. Ja klar, ein Taschentuch für die ganz nassen Tränen. Und der neue Typ so, warte, das ist ja mein Handtuch. Nehmen wir lieber deins, Phobi. Kann es jetzt hier enden, bitte? Ich will nicht mehr mit ihm sein. Ich habe eine 11 Bock, jetzt in die Villa zu gehen und alle anderen kennenzulernen. Und in der Villa, dort hat eine Frau genau 0 Bock, denn sie ist ja mit Chris gerade in der Kennenlernphase, wo sie ja schon fast heiraten wollen. Und dann kommt eine Ex. Hä? Steffi. Digga, Steffi. Ja, das war gerade schon so ein Schlag ins Gesicht, dass sie jetzt da hochkam, ne? Naja, was ein Glück, dass das Ganze abgefedert wurde. Aber trotzdem ist Ellie nicht gut drauf. Abfuck. Boah, Digga. Ich hab geweint auf einmal. Ich wollte nicht weinen, ja. Ja, und genauso schlimm wird Ellie auch gleich weinen. Das ist ja ein Tränenfluss. Wissen. Boah, krank. Sag, also. Laber kein Scheiß. Ja. Gibt's für irgendwas Beweise? Ja, Screenshots halt. Screenshots, die am meisten genutzten Beweise von Boomsformat-Teilnehmern. Und Screenshots kann man ja auch nicht fälschen, nein. Ich war das eine Wochenende bei ihm und sie das andere. Ich hasse Lügen über alles, ja. Ich habe einfach keinen Bock mehr, verarscht zu werden. Einmal ein Betrüger, immer ein Betrüger. Siehe diverse Temptation Island-Teilnehmer. Aber vielleicht ist Chris ja anders. Er ist sicher ein treuer Mann. Ich hoffe für ihn, er ist mit mir ehrlich, weil wenn das nicht ist, dann hat er ein richtig dickes Problem. Ja, mindestens genauso dick wie die Lippen. Lieber Vorsicht als Nachsicht, bei jedem Unfall. Ich glaube, ich werde ein bisschen vorsichtig sein, beziehungsweise meine Ohren sind jetzt nicht so weit offen, sondern so. Naja, ob sie dem so treu bleibt, sehen wir heute Abend noch. Meine Fresse, kann man hier eigentlich einmal einfach nur chillaxen? Oh fuck, baff, so jetzt kommt irgendwas. Denn heute wird der Spieß umgedreht. Ich verstehe nur Bahnhof. Zum Ex-Bahnhof geht es heute für Sharon, die Dame, die sich eigentlich nie zeigt, weil sie nie was Spannendes macht und nicht gezeigt wird. Und sie trifft am Strand den kleinen Boy, der aus dem Kindergarten ausgebrochen ist vorgestern. Ich bin Joshua, 27 Jahre alt und mit meinem Körper bringe ich die Frauenherzen in der Villa zum Schmelzen. Er ist so ein knuffiger kleiner Knuddelbär, der im Kindergarten von den anderen Jungs mit Kugelschreiber angemalt wurde. Mehr ist er nicht. Sharon kam hier als Ex von Ryan, zusammen mit Natalie. Beide hatten auch was mit Joshua. Ist ja auch ein ähnlicher Typ. Stimmt, das ist ja die Connection in dieser Bums-Incest-Family. Ryan und Joshua sind vielleicht Brüder. Der eine ist in den Farbeimer gefallen, der andere nicht. Ich freue mich total auf das Blind Date. Ich wünsche mir, dass eine hübsche Frau hier kommt. Krieg ich trotzdem eine Umarmung? Nee. Nee? Nee. Auf keinen Fall. Oje, so schnell kann man ein kleines Baby kränken. Aber er weint zumindest nicht so sehr wie Steffi. Deswegen hast du mich so verletzt. Immer wieder. Hab dich ja nicht bewusst verletzt. Das war ja nicht Absicht.
Was denkst du? Ich denke mir heute, schönes Wetter draußen. Die Sonne scheint, aber ich kann das nicht so rüberbringen. Hey, na, schönes Wetter heute. Heute. Und genauso beschissen flirtet Fabi mit der Neuen. Endlich ist mal eine Frau drin, wo es sich lohnt, Gas zu geben. Ja, die Steffi. Und ich muss sagen, erstmal so passt für mich da relativ vieles. Woher er das weiß? Keine Ahnung. Er hat mit Steffi fast noch kein Wort gesprochen. Aber Joshua, der mit seiner Ex am Strand sitzt, er weiß, was er machen muss, um sie rumzukriegen. Rot steht dir. Das ist nicht rot. Das ist nicht rot? Nein. Meine Haare. Ach so, ich dachte, das, meine Haare. Deine Haare doch nicht, Mann. Danke. Danke. Ich bin mir sicher, das wird bald noch was werden. Und Ellie, sie findet auch ganz schnell wieder Gefallen am angeblichen Betthüpfer Chris. Deswegen stehst du auch gerade nicht hier so als Arschloch da, dass du auch gerade so im Gespräch zugegeben hast, dass du das gemacht hast. Du weißt, wie ich meine? Das ist anscheinend sein Plan. Einfach erstmal zugeben, dass er das Ganze ja getan hat, dann schöne Worte machen und dann das Gleiche tun wie bei der Ex auch. Ich dachte mir, oh shit. Das denkt sich auch seine zweite Ex, die schon in der Villa wartet. Oh mein Gott, da kommt, oh mein Gott. Für seine andere Ex gilt? Ja, es ist er. Ja, der Joshua ist jetzt da. Ja gut, aber vielleicht hat Joshua eine Chance bei den anderen beiden Frauen, die noch in der Villa sitzen? Mein Tippmann ist es nicht. Das ist gar nicht meins. Ja gut, immerhin hat Fabian ein bisschen mehr Erfolg. Ja, was machen wir jetzt? Ja, für den Abend. Was habe ich mir vorgenommen? Wollen wir runtergehen? Geh mir runter. Auch meine Frau kennenzulernen endlich, wa? Das habe ich mir vorgenommen. Ja schön, und nach einem Gespräch sind sie schon auf dem Bumsformat-Klassiker gelandet. Wir sind so auf einer Wellenlänge. Auf einer Wellenlänge. Sie ist halt sehr locker, sehr offen. Das ist mir halt mega wichtig. Ich habe sie noch nie geliebt. Du hast sie noch nie geliebt? Ich habe, glaube ich, noch nie geliebt. Du hast noch nie geliebt? Vielleicht die erste. Bist du krank? Okay, das war jetzt ein ganz weirdes Gespräch. Aber vielleicht erklärt das, wieso Fabian sich nie an die Frauen rantraut, weil er halt noch gar kein Gefühl dafür hat, wie er jemanden anspricht. Ihr fickt doch meine Psyche langsam, ja. Ich kann nicht mehr. Es wird ja auch langsam Zeit, dass was passiert. Und da ist das Terror-Tablet halt einfach perfekt für. Romantische Zeit zu zweit und das sanfte Rauschen des Pazifischen Ozeans im Hintergrund. Irgendwer geht hoch heute. Nee, heute geht's ins Freiluft-Pimperzimmer, da wo alle zuschauen können. Fabi und Steffi. Juhu. Sechser am Lotto. Genau, nur mit dem Unterschied, dass es heute für ihn keine Sex gibt. Wow, lecker. Ich bin so glücklich gerade. Gut auch. Oh yeah. Steffi zeigt uns lautstark, dass ihr das Date mit Fabian gefällt. Und es wird vielleicht auch noch mehr sein. Ich will schlafen. Du willst mit mir schlafen, ne? Willst auch ein bisschen Kuschi machen, sei ja. Ehrlich. Auf jeden Fall mehr Sexy Time als bei Joshi am ersten Abend. Boah, Vollmond, guck dir mal an. Krass. Ist nicht ganz voll. Hä, natürlich. Das ist ein vollständiger Kreis, Nathalie. Joshua geht den Problemen halt lieber aus dem Weg, als sie anzusprechen. Was war jetzt meine große Lüge? Alter, gib dir den Vogel. Hier ein Mond, da ein Vogel, drüben eine behaarte, lustige Wuschi. Ich mag Katzen, wenn sie nicht in meinem Gesicht sind. Vor allem in der Situation habe ich gemerkt, meine Augen sind dann so rot angeschwollen und haben voll angefangen zu jucken. Ich glaube, ich habe irgendwie so eine Katzenallergie entwickelt. Aber Chris, der Typ ist heute mit seiner Dame ganz weit oben und er erhofft sich einen gewissen Reiz. Wir können ja mal hochgehen, baden, oder? Ja? Ja, komm. Ja, okay, dann gehen wir baden, komm. Okay, das ist sein Stichwort. Er möchte sie sofort ausziehen. Warte, warte. Geil, jetzt hat er einen Schimmelfuß im Mund und muss sich eine Ansage anhören. Wenn ich irgendwo sehe, dass irgendwas mit deiner Ex hast, so schnell weg von mir, bei Gott. Boah, das war eine richtig harte Ansage für Chris, aber der Typ, dem ist alles egal, denn er hält sich natürlich alle Optionen und Beine offen. Verspreche ich dir, da läuft nichts, habe ich nicht gesagt. Ja, Hauptsache er beglückt sich jetzt erstmal an Ellie. Pfui. Ich glaube, dafür bist du noch nicht bereit, dass ich dich auseinandernehme. Du mich oder ich dich? Ich dich, vertrau mir. Und bevor das passiert, möchte Chris jetzt noch einmal mit seiner Ex Steffi reden und das ist für Ellie der Worst Case. Dumm? Haben dich deine letzten drei Gehirnzellen verlassen? Ja, bin ich im falschen, verfickten Film? Ja. Sie ist anscheinend nicht amused davon, aber ob sie richtig ausrastet, sehen wir dann in Folge Nummer 5 nächste Woche. Ich will dich hier nicht mehr sehen.
Wer soll die Villa sofort verlassen? Was machen die mit uns? Crazy. Crazy. Folge Nummer 5 nächste Woche am Mittwoch. Morgen gibt's erstmal Prominent getrennt am Donnerstag und am Freitag dann Temptation Island. Wenn ihr die Formate nicht verpassen wollt, könnt ihr sie gerne meinen Kanal hier oben kostenlos abonnieren. Oben und unten verlinke ich euch die Formate jeweils und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Alles Zuschauen, danke fürs Liebes und ciao, ciao. Nee, also da die Dingsbums da umgekehrt.